Das HTC One M9 hatte ich euch ja schon vorgestellt. Heute möchte ich ein bisschen näher in die Tiefe gehen, nämlich was die Oberfläche Sense 7 betrifft. Da habe ich nämlich einiges in den Einstellungen gefunden zum Thema Personalisieren. Das wollte ich euch näher zeigen, wie das aussieht, nämlich hier beispielsweise Navigation bearbeiten. Da kann man einerseits beispielsweise hier sowas machen, zurück, Startseite, letzte Apps. Ihr seht, das bezieht sich hier unten drauf. Da kann man jetzt beispielsweise die Reihenfolge auch ändern und sagen, okay, ich hätte jetzt gerne beispielsweise, wenn man von Samsung kommt und das so gewohnt ist, die Zurücktaste hier rechts und nicht links und den Taskmanager links und hier in der Mitte bleibt der Home-Button oder wie auch immer man es haben möchte. Oder man kann auch gleich, ich gehe nochmal hier den Weg, personalisieren, Navigationstasten, ein viertes Icon dazufügen. Benachrichtigungen beispielsweise. Oder, das finde ich persönlich ja am besten, Navigationsleiste ausblenden. Das packe ich jetzt mal so hier zusammen, dass ich sage, okay, fertigstellen, so sieht das Ganze aus. Habe also meine klassische HTC-Ansicht plus hier drüben rechts noch diesen kleinen Pfeil. Der ist insofern wichtig, weil eigentlich soll natürlich eine App, sagen wir mal, gehen wir jetzt hier mal in Maps rein oder sowas als Beispiel, die Regeln normalerweise ja, ob das hier transparent ist, ausgeblendet wird, aber eben halt nicht immer korrekt. Und deswegen kann es dazu führen, dass ich beispielsweise in Games oder irgendwie sowas, da stört das dann ja gerade auch im Querhandbetrieb, wenn man da heftig zugange ist, da kommt man da vielleicht auch schon mal versehentlich irgendwie drauf. Und da ist es natürlich praktisch, sagen zu können, ich blende das aus, werde völlig ungestört hier spielen können und wenn ich es wieder brauche, blende ich es einfach ein, zack, und bin wieder in meinem normalen Betrieb hier und kann dann weitermachen, wie ich es gewohnt bin. Finde ich persönlich jetzt für gewisse Dinge definitiv äußerst praktisch. Was ich da auch entdeckt habe in den Einstellungen, ist etwas hier im Bereich Personalisieren, Startseiten-Launcher ändern. Da gibt es nämlich diesen einfachen Modus, den wollte ich auch mal gezeigt haben. Hat man hier so eine erste Seite mit den wichtigsten Funktionen. Und kann dann hier Kontakte und auf der anderen Seite die wichtigsten Apps sich hier einfach über so ein Plus wählt man da aus, was man eben halt braucht. Ich mache es jetzt gerade mal nicht. Oder man kommt hier dann wieder zu alle Apps, beziehungsweise auf der anderen Seite hier unten zu allen Kontakten. Sind natürlich jetzt hier in meinem Test-Account eher wenige, aber ich glaube, das Prinzip ist ja trotzdem deutlich geworden. So eine Art, sage ich mal, Seniorenmodus oder Kindermodus oder Einsteigermodus, wer jetzt vielleicht nicht so vertraut ist mit Android, wird ja vielleicht ganz dankbar sein, wenn er am Anfang zumindest von den gröbsten Dingen vielleicht verschont bleibt, die da im Hintergrund sich abspielen. Das war hier unter Personalisieren, Startseiten-Launcher, da kann man das auch entsprechend wieder umstellen. Und dann habe ich hier vorne noch bei diesem Widget, das hatte ich euch ja schon mal zum Launch gezeigt beim M9, das kommt mit Sense 7 gezeigt. Ja, da kann man hier wechseln zwischen drei Standorten, entweder automatisch per GPS oder dass man einfach auswählt und sagt, ich bin jetzt zu Hause. Da habe ich aber jetzt noch entdeckt, das wollte ich noch nachtragen, dass man hierüber noch ein bisschen was einstellen kann. Einmal natürlich die Standorte. Und dass man dann auch diese zwei Ordner hier ein- und ausblenden kann. Einmal die letzten Downloads und Vorschläge nennt sich das. Das sind diese beiden Ordner hier. Da wird dann, ja, habe ich jetzt nicht, machen wir eben halt hier wieder zu Hause. So, da hat man hier die zuletzt downgeloadeten Apps, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Die kriegt man dann hier angezeigt, wenn man will. Und hier in diesem Ordner sogenannte Empfehlungen. Gut, ob man die jetzt braucht oder nicht, mag Geschmackssache sein. Deswegen finde ich es halt wichtig, dass man sagen kann, ich brauche den ganzen Kram hier nicht. Ich möchte hier beispielsweise auch meine Standorte jetzt nicht teilen. Und ich blende das jetzt alles mal aus und bleibe dann davon verschont. Und natürlich kann ich auch, wenn ich sage, YouTube zu Hause, naja, obwohl genau das bräuchte man vielleicht, Play Store zu Hause eher nicht, kann ich das natürlich dann auch wieder entfernen und hier eigene Widgets reinziehen, indem ich sage, ja, zu Hause hätte ich eben halt gerne den Chrome-Browser oder was auch immer, ist glaube ich klar, wie das Ganze funktioniert. Ja, so viel jetzt als erster Eindruck zum neuen Sense 7. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald, ciao.